Hallo Tabakfreunde, ich grüße den Erwin ganz herzlich mit meiner Sandam Procio. Da drinnen habe ich den 16-5 von TAC. Ein sehr naturnaher Tabak, der mit ein bisschen Honig versüßt ist, aber auch durchaus mindestens mittelkräftig ist. Ein sehr leckerer Schmauch. Wir haben uns heute Nachmittag mal aufgemacht. Wir sind hier im Hintergrund eine der berühmtesten Brücken in Deutschland. Die Hohenzollernbrücke in Köln. Damit grüße ich auch unsere zwei Kölner Freunde, den Jürgen und auch den Stefan. Schöne Grüße aus Kölle am Rinn. Ja, wollen jetzt hier gleich mal über die Hohenzollernbrücke rübergehen, uns auf die Rheinterrassen hinsetzen. Und ich wollte euch nur einen kurzen Gruß da lassen. Genießt den schönen Tag, das schöne Wetter, wer weiß, wie lange wir es noch haben. Danke, macht's gut, ciao. Ach, und dann an dich, Michael. Was sind das denn für Herrschaften da in meinem Rücken? Kannst du mir sagen, zu was für einer Epoche die gehören und was für eine Ländlichkeit? Hier scheint wohl irgendwas Größeres deswegen in Gange zu sein. Verdienen sich die Vorhangschlosshersteller Unsummen. Am besten wäre ich auch so einer geworden. Und die müssen auch eigentlich regelmäßig von den Brücken runtergeschnitten werden. Zumindest weiß ich das in Frankfurt vom Eisernen Steg, dass die regelmäßig runtergeschnitten werden, weil das unzählige Tonnenbelastungen mehr bedeutet, für die die Brücken gar nicht ausgelegt sind. Musik.